Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Ach, Leute, Leute. Was bin ich denn? Ich bin sehr verpeilt heute. Deshalb werden wir uns hier um unser Städtchen kümmern. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht noch ein paar mehr Bäume ganz nett wären und hier ein bisschen mehr Schnee. Dazu müsste ich aber den Schnee woanders wegschaufeln und... Die Vögel da drin, die werden auch von Tag zu Tag lauter. Den Schnee muss ich woanders wegschaufeln und dann hier wieder platzieren. Ach, guck mal. Sie verstehen sich schon voll gut. Oh, wie sie da liegen. Oh, schaut mal, wie sie da liegen. Oh. Na, geht's gut? Ich wollte halt doch immer ein Vampir werden, ein Pirat werden. Wie komme ich denn jetzt auf Vampir? Das ist die Silk Touch, jawohl. Hui! 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 Eigentlich könnte ich sehr gut hier drin den Schnee wegmachen. Da will ich ihn ja eh nicht haben. Ja. Ich habe gerade. Ja. Ja, mindestens. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass das ein bisschen hoch ist zum Hochspringen. Und ich habe ja meine Flugrüstung nicht an. Aber gut. Wir machen das schon. Kein Problem. Ich hatte da die Stufen weggemacht, weil mir die Elefanten sonst immer rausgeklettert sind. Die berüchtigten Kletterelefanten, mit denen ist ja nicht zu spaßen. So. Ob ein Stack reicht? Man denkt sich dann oft, ah, ein Stack reicht doch locker und dann steht man da und... nö. Wisst ihr was? Nachdem es hier ja, glaube ich, nicht kalt ist in der Savanne... Nachdem es nicht kalt ist, sagte ich. Ich sagte, es ist nicht kalt. Also, hier wird halt trotzdem kalt angezeigt, aber ich scheine nicht zu frieren. Okay, bitte, dann damit kann ich wahrscheinlich leben. Dachte ich mir, wir könnten hier rumrennen, aber so groß ist die Savanne leider nicht. Nee, nee, hat sich schon aussavannt. Hui, 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 hui. Wenn jetzt da die Treppe schon, ne? Wenn die schon bis herunten wäre, dann könnte ich da jetzt hoch. Aber nö. Ach ja, und die Ketten, die sind halt immer verbuggt. Das ist sehr schade, dass man das dann so in der Landschaft drin hat, das Bild. Genau, Kette an, Kette aus, Kette an, Kette aus. Hm. Tja. Sollte mir zu kalt werden, muss ich halt in den Nether flüchten. Nein. Wird doch so cool, dass sogar hier die Treppen verschneit sind. Und was ich noch viel cooler finde, die Treppen sind ja nicht die Standard-Minecraft-Textur, sondern das ist Lithos. Und dass sich der Schnee nur drauflegt und die Treppen dann nicht, also die Treppentextur nicht verändert, das ist sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Nicht einfach eine neue Textur reingepackt. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier an. Ich muss nur aufpassen, weil man den stapeln kann, den Schnee. Und ja, ja, har. Die Laterne könnte eventuell auch ein bisschen Schnee wegmachen. Harr. Also ich weiß nicht, wie viel Schnee da jetzt wegschmelzen kann durch die Laterne. Wir werden das jetzt in Erfahrung bringen. Hier zum Beispiel. Ah, der hier wird weggehen. Aber der hier wird nicht weggehen. Und das wird auch nicht weggehen. Tja. Weil ich hier natürlich alles verschneit haben möchte. Hm. Hier verschneiden wir auch alles. Ah, da werden die Laternen eventuell auch nochmal was wegmachen. Aber gut. Wir könnten uns ja mal ein paar Vögelchen anschauen. Ich weiß nur nicht, wo ich die lagern soll dann, bis ich dann meinen Zoo habe. Das ist eventuell schwierig. Da geht das schnell weg. Okay. Das sollte gehen. Ja, ach, ist das schön. Ist das schön oder ist das schön? So, so, so. Ah, ich rede so gerne mit euch, Leute. Ha, ha. Hab ich da nicht... Warum? Ach, weil hier der Ofen aus dem Keller noch heizt. Ach, so deshalb schmilzt das hier weg. Ah, okay, ja, dann... Hupala! Ich wollte hier nicht alles umgraben, ich wollte nur ein bisschen Platz machen.
Ah, und das. Ah. Hier ist es auch warm. Das ist ja lustig. Das ist sehr, sehr lustig, wie sich das verteilt. Und, kann ich das? Das? Ja, sehr schön. Und das? Oh, sieht so schön aus. No. Und das? Ja. Ach, ich schwelge hier gerade in der... Naja, gut. Das ist da so, so funkelt. Jetzt funkelt nichts mehr. Ja. Ich schwelge einfach gerade darin, dass wir hier so viele Details haben, die wir tun können. Und ja, herrlich. Was wollen wir jetzt überhaupt tun? Wir tun das mal wegräumen halt. Kann ich hier noch irgendwas bekommen? Normale. Bäume wollte ich noch anpflanzen. Genau. Oh, Entschuldigung. Ja. Na, geht's gut? Ich hab dich nicht angefasst. Ich guck dich nur an. Der verfluchte Dachboden. Was wollte ich? Ich glaube, ich sollte einfach immer ein bisschen Fleisch mit dabei haben. Ich möchte natürlich mein kleines Pflänzchen füttern. Ich finde das so niedlich. Aber vielleicht ist es schon gar kein kleines Pflänzchen mehr. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch das Ding braucht. Es braucht noch. Schau mal hier. Nam, 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 nam. Hui. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Hui. Okay. Der Baum steht da eigentlich recht gut. Wollen wir hier auch noch? Ich glaube, hier möchte ich auch noch einen haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Kra, 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 kra. Der hier, Fichten sind ja Dieben, die wachsen nicht einfach so. Oh, der ist gewachsen, sehr schön. Ich weiß nicht, im Winter wächst halt einfach gar nichts. Aber im Herbst könnte ich dann zusätzlich noch Pilze und Büsche hinpacken. Und das ist wahrscheinlich der Herr, den wir schon kennen. Ja, ja. Kennen. So. So nah am Haus wird es vielleicht nicht wachsen. Das, die sind da ja sehr kompliziert, die Viecher. So, und vielleicht noch hier. Ich erschrecke mich jedes Mal. Jedes Mal erschrecke ich mich. Was macht denn ihr da? Was macht ihr da? Hallo? Und eigentlich, tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dann geht er nicht viel weiter, ne? Okay. Eigentlich würde ich voll gern auf Reisen gehen. Die Sache ist halt nur, dass ich dann erfriere. Aber vielleicht gehen wir nochmal runter in den Minenschacht. Oder? Was meint ihr? Ja, Moment. Ein paar Bäume habe ich noch. Moment, Leute. Moment. Hier machen wir noch einen hin und hier. Und hier machen wir zwei hin. Und dann machen wir hier noch einen hin. Und vielleicht hier. Hier. Ist hier jemand? Nö. Hallo, kleiner Freund. Oh, er wedelt. Oh, eine wedelnde Schildkröte. So, hier oben will ich tatsächlich nichts haben, aber hier könnte ich hier was hinstellen und eventuell hier und hier und hier und hier und hier und hier. Meine Güte, wenn es Frühling wird, dann habe ich aber ganz schön viele Bäume zu fällen. Und hier. Und hier und hier. So ist das gut. Ja. So ist das gut. Ich denke, so können wir das erstmal lassen. Oh, ich friere gar sehr. Hey, ich bin schon unterwegs. Ich bin quasi schon drin. So. Ich schaue nochmal, ob mein Pflänzchen nochmal was essen mag. Ich mag. Nam, 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 nam. Oh, und ich habe die Tür aufgelassen. Na, das geht ja nicht. Und?
Nicht? Nicht? Okay. Man sieht auch nichts. Man sieht nicht, wann die fertig gewachsen ist und so. Gar nichts. Hm. Naja, gut. Jedes Mal, wenn du dich hier schälst, erschrecke ich. Nein, halt, stopp! Mir ist gerade eingefallen, dass wir dem Herrn oben nochmal einen Besuch abstatten können. Vielleicht hat der ein zweites Oberteil. Vielleicht hat der was für uns. Lower. Lower brauchen wir nicht. Nö. 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 Hört ihr das? Bist du das? Ziehst du schon Fliegen an? Was fliegt da draußen rum? Ich habe gerade gehört und dachte mir, na, der verwest hier so stark, der zieht schon die Fliegen an. Bald krabbeln am Boden die Maden rum. Aber dann war's auf einmal. Ja, das ist so schlimm, ist alles so. Moment. Nochmal gucken. Machst du jetzt was? Hallo? 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 Nee. Möchte nicht. Wo kann ich das dann hier liegen lassen? Naja. Packen wir es halt doch wieder zurück ins Inventar. Ich weiß nicht. Gehen wir ein bisschen spazieren? Wir gehen ein bisschen spazieren. Wisst ihr was? Wir gehen ins Savannendorf. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Tapetenwechsel. Auch wenn wir noch viel vorhaben. Oh. Vielleicht ist das Savannendorf nicht so gut, weil hier nicht so viel Savanne ist. Ah. Da hinten wäre noch eine. Ich darf nicht vergessen, dass ich nicht fliegen kann. Wenn jetzt hier irgendwo ein Drache ist oder so, dann... Ich meine, das ist ein toter Drache. Mit einem toten Drachen komme ich klar. Und Luft anhalten unter Wasser kann ich auch nur kurz. Hui. Ich vermisse das Fliegen. Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen Essen mitnehmen sollen. Ich habe das Essen gerade weggepackt wegen der diebischen Möwen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Da unten wurde gerade geschrien. Wahrscheinlich habt ihr es doch gehört. Glubsch. Ja, es ist kalt. Ich merke das wohl. Oh. Oha. Hier. Nee, das ist was. In jede Ecke. In jede Ecke. Und dann. Kommst du freiwillig hoch oder muss ich runterkommen? Ich will nicht runterkommen. Komm hoch. Ich hole schon mal meine Augenbinde raus. Hallo. Hallo? Ich will da nicht runtergehen. Ja, da ist sie. Ja, ich habe sie genau gesehen. Da ist sie. Hallo. Hallo? 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 Hallo, hallo? Batz! Oh, hier wird's warm. Hier wird das tatsächlich warm. Wird das hier unangenehm warm? Nö. Kommen Sie her. Oh Gott, die hat noch so viele Leben. Habt ihr das gesehen? Die hat noch so viele Herzen. Die hat noch eine komplette Leiste oben. Oh. Mein Schwert. Warum habe ich aus meinem Schwert eigentlich noch kein Netherite-Schwert gemacht? Das ist ja mal die Frage. Bringt das überhaupt so viel? Moment, muss ich gleich mal nachschauen. Ein Schlag noch, dann haben wir sie. So. Da hinten liegt die Leiche. Bringt ein Netherite. Bitte, wie viel? Okay, also ich habe 10 Attack und 13 Attack Speed. 8. Nun. Und was habe ich hier? 4.
24? 24? Nun. Ist das Silktatscher. Wir werden nach Hause gehen und uns ein besseres Schwert machen. 24. Was bist du eigentlich? Du warst ein Creeper, du warst auch ein Creeper. Brauche ich noch Creeper? Eigentlich nicht, oder? Du bist eine Fledermaus. Brauche ich eine Fledermaus? Ich finde die eigentlich nicht sehr schön. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Klack, 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 klack. Hui. Hui. So, und was kommt da? Wisst ihr was? Ich würde auch gerne wahnsinnig gerne mal einen Hirschgeist finden, aber es sieht ja echt mau aus im Moment. Moment. Kann ich eigentlich mich nach Hause teleportieren? Ja, kann ich. Falls ich was? Warum ich das tue? Weil die Viecher einfach nervig sind. Ich will gar nicht, dass das erwachsen wird. Ich hasse diese diebischen Möwen. So, was wollte ich noch? Ach ja, falls ich erfriere, teleportiere ich mich einfach nach Hause. Oh, oh. Hi, Jungs. Hallo. Will ich da hinten in den Wald? Ich weiß gerade gar nicht, was ich will. Ich habe immer im Kopf gerade nur das Schwert. Ich habe nur ein Schwert im Kopf. So. Ich muss mir auch mal überlegen, was ich denn alles versteinert haben möchte. Ich meine, ich habe immer hier noch meine Versteinerungsanlage am zukünftigen Zoo. Meine lebende Medusa. Hier im Wald wird es ja auch nicht unbedingt wärmer sein. Wobei, eigentlich sollte es im Wald ein Ticken wärmer sein. Also, statt 20 Grad minus halt dann nur 18. Also mit dem Schnee sieht man auch nicht sonderlich viel. Oh, ein Waystone. Sollen wir nach Hause gehen? Hm. Wildnis. So, wo sind wir? Minus. Ne. Oh Gott, sind wir weit von zu Hause weg. Was? Ne, ist Wildnis. So. So spricht man das aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Einen Pillager versteinern. Ich habe keinen Platz mehr für das Spielchen. So. Was wollte ich zu Hause machen? Ach ja, wir wollten. Ja. Oh, Moment, ich schaue, ob mein Pflänzchen wieder was fressen möchte. Aua! So viel dazu, dass du noch freundlich bist. Möchtest du... Das ist die falsche Tasse. Möchtest du sowas? Habt ihr das gesehen, wie es dich geschüttelt hat? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Pflanze da richtig positioniert war. Du mit deiner riesen Zunge. Ja, schön. Schau mal hier, kriegst was zum Anschauen. Hier, bitteschön. So. Werdet Freunde. Beißt die da einfach mal so ein bisschen aus mir raus. Das geht doch nicht. Ich will das nicht. So, wir gehen ein Schwert machen. Dafür brauche ich ein Dierschwert. Und da werden die Verzauberungen weggehen, wenn ich das mache. Also brauche ich ein neues Dierschwert. Nein, ich brauche kein neues Dierschwert. Schaut mal, die hat hier das ganze Fell. Hat mir das. Ich habe doch sicher ein Dierschwert, das ich nicht will. Ich nehme nicht. Ja, das ist gut. Und dann brauche ich für jede 2 und 2. Okay.
brauche ich 10 und 10. Da. Ich habe nicht gesehen, dass das Schwert so viel besser ist. Ich dachte wirklich, ja, wenn ich jetzt noch ein Netherite auf mein Dia-Schwert mache, dann ist das super. Dann brauche ich mir nichts mehr denken, aber... Und dann mache ich da noch Sharpness 5 drauf. Was habe ich hier denn? Ich habe hier Sharpness 5. Ja, dann mache ich die Sachen, die hier drauf sind. Es wäre schön, wenn ich die Sachen, die hier drauf sind, dann einfach übertragen könnte, aber gut. Ich bin sehr aufgeregt gerade. So. So. Und dann brauche ich 8, oder? Ja, wir nehmen einfach mal ein bisschen. Ich glaube, ich hätte sogar genug Insanium, um ein Insanium-Schwert zu machen. Buah, buah, buah. Entschuldigung, Entschuldigung, es kam einfach über mich. So, jetzt gleich haben wir es, gleich haben wir es. So. Jetzt das Ganze nochmal mit den Dias. Ja. So, okay, also das war dann so und das Schwert in die Mitte und das so hin, oder? Gut. Das ist so schön, dass ich hier genug von diesen Essenzen habe, dass ich einfach, wenn ich was machen will, das sofort machen kann und nicht erst lange farmen muss dafür. Das ist richtig, richtig schön. Vor allem bei der Supremium, da dauert es ja ewig. So, ta-da-ta-ta! Ich meine, Attack Speed ist natürlich bei dem so ein, weil das gelevelt ist. Vielleicht mache ich da trotz allem ein Netherite Ingot drauf und behalte mir das mal, weil damit kann ich halt geringfügig schneller zuschlagen. Sieht man da überhaupt? Nö. Ich kann quasi instant zuschlagen. Das hat natürlich, pass auf, das hat natürlich dann schon Vorteil, weil hier... Das dauert. Okay. Okay. Nein, wartet. Was kann man hier noch machen? Strength Augment. Okay. Was ist da der Unterschied? 2, 2, 3. Okay, und dazu muss ich natürlich alle vorherigen machen, oder? Moment, Moment, Moment. Das 2, das wäre das. Und hier, das wäre das. Und was ist dann das hier? Keine Ahnung. Quarz! Ich meine, okay. Ich brauche ein normales Augment. Ich brauche Quarz. Ich brauche für alles Quarz, oder? Hier Quarz. Und noch 2 Diaschwerter. 2 Dierschwerter, 2 Eisen, also 4 Eisenschwerter, 2 Dierschwerter. Wir sammeln uns mal die Sachen zusammen. Dann, ich glaube, dann werden wir das Schwert mal an einem Witter testen. Nicht Widder, Witter. So, ich hatte doch, genau, das kann weg, das kann weg. Ich weiß nicht, ob es verzaubert sein darf oder nicht. Wir werden das herausfinden. Und dann brauchte ich 4, glaube ich, waren das 4 Eisenschwerter. Dass es nochmal so weit kommt, dass ich mir Eisenschwerter crafte. Hier. Ja, so viel wollte ich gar nicht, aber okay. Ich brauche dafür 4. Nein, ich brauche nur 2, oder? 2, 2, 2. Moment. Ich brauche 2, 4, 6. Und sonst brauche ich nur noch dieses Augment.
Nochmal 3 Eisen. 1, 2, 3. Und dann geht's wieder in den Essenzkeller. Ich bin schon ganz zittrig beim Gedanken an dieses Megaschwert. Mir wird doch schon ganz anders. So. Okay. Das machte man dann Schwert davon. Und davon ist auch klar. Und das, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Sachen legen wir hier mal hoch. Dann brauche ich hiervon und das hier. Schwert. Schwert. Quarz. Quarz. Und das hier. Zack. Ich glaube, das kann ich sogar dann gleich drin liegen lassen. So. So. Plop, 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 plop. Und... ah, okay, ich muss es einmal rausnehmen. Ist okay. Jetzt machen wir es mal so. Ich liebe das Geräusch. Und zack. Ich weiß nicht, wie viel man draufkriegt, aber ich schätze mal nur das eine, weil es hiervon halt nicht viel gibt. Moment. Das ist doch besser als das, oder? Ich weiß nicht, was das AOE bedeutet. Was ist ein AOE? Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich meine, die Augments kann ich ja wechseln. Da kann ich später, wenn ich dann irgendwann mal drauf komme, dass das Quatsch ist, was ich gemacht habe. So, aber man sieht hier wahrscheinlich nicht... ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, aber wir können es auch noch verzaubern. Dann kommt noch mal ein bisschen was drauf. Ich habe doch keine Ahnung. Was heißt denn das AOE? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Entschuldigung, dass ich da so lachen muss, aber ich weiß ja, dass mir keine Sau in die Kommentare schreiben will. So, dann schauen wir mal. Aha. Ah ja, das ist wie mit dem Bogen. Ja, ich weiß, dass ich Verzauberung drauf bekomme, wenn ich das mit einem Buch mache. Ich weiß es nicht, ich vermute. Ich habe das, glaube ich... Nee, meine Rüstung habe ich auch auf die Weise. Nein, die konnte ich, glaube ich, so verzaubern. Ha. Was haben wir denn? Mending. Mending. Silk Touch. Silk Touch. Mhm. Blast. Wir schauen mal, ob es drauf geht. Soul Speed. Soul Speed. Ich weiß nicht. Fire React. Ich weiß halt nicht, was Fire React ist. Preservation. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Will ich lieber Fire Protection drauf haben? Ah, schwierig. Jetzt fängt das schon wieder an. Was ist das denn? Chill Aura. Infinity brauche ich nicht. Moment, nein, halt. Entschuldigung, ich war jetzt so bei meiner Rüstung. Nein, ich will ja das Schwert verzaubern. Hier, das Schwert will ich verzaubern. Okay, nochmal. Nochmal in aller Ruhe. Knockback wäre ja gut. Ne, warum will sie denn Fire Resistance auf ihrem Schwert haben? Ist Fire React... Ich habe halt keine Ahnung, was Fire React macht. Wenn das, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das drauf gehört. Serpent Charm, Impaling. Ich glaube, ich habe nichts. Sweeping Edge könnte ich drauf machen. Okay, das ist auf jeden Fall definitiv fürs Schwert. Ah, hallo. Sharpness. Ich habe so keine Ahnung. Wir schauen mal, ob wir das draufkriegen.
mein Sharpness und Sweeping Edge ist ja jetzt so nicht verkehrt. Und es geht drauf. Ah, 26,5 durch Sharpness. 26,5. Ich möchte jetzt auf jeden Fall einen Wither mit diesem Schwert probieren. Hab ich da... Wo habe ich denn die Sachen? Ich habe den Soul Sand hochgepackt. Die Frage ist, ob ich erfriere, ob ich zuerst erfriere oder der Wither zuerst tot ist. So. Hier. So. 1, 2, 3, 4. Knarz, 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 knarz. Wo kommt das denn jetzt her? Jetzt ernsthaft, wo kommt das her? Nein, ohne Quatsch. Hä? Madam? Wo habe ich denn die jetzt herbekommen? Die habe ich einfach so aus dem Nichts gezuzelt. So, wollen wir... Ach. Ich müsste noch ein paar Witherköpfe haben. Hier? Hier? Merkt man, dass ich mir das nicht gemerkt habe, wo ich die habe? Überhaupt nicht. So. Dann geht's abwärts. Das geht ja zum Glück schnell. So, wo habe ich den nehmen wir den hier so lange. Ich muss mich, glaube ich, beeilen, sonst... Ach nee, nein. Hier drin ist es... Ich glaube, dass Höhlen tatsächlich eher warm sind, wie es scheint. So, und zack, und zack. Moment, lass mich jetzt mal rausgehen. So, hier wird es jetzt wieder kalt sein. Wir können uns aber ganz kurz hier hinstellen, wo es auch kalt ist. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich gespannt, wie schnell das geht. Was hatten wir jetzt alles fallen lassen? What? Das hat die Chance, zur Premium-Essenz zu droppen. Ich will die Rüstung halt in einer Reihe haben. Das Schwert ist mega. Okay, jetzt möchte ich natürlich den Enderdrachen auch mit dem Schwert machen. Andererseits habe ich ja meiner Drachendame schon versprochen, dass sie den nächsten Enderdrachen machen darf. Schau mal, was ich hier habe. Und es hat... Moment. Kriegt das keinen Schaden? Da ist ja noch gar kein Mending drauf und das hat keinen... What? Der Wahnsinn. Ich spüre es, wie der Wahnsinn einzieht. Okay. Rezept. Dieses Schwert macht mich gerade fertig. Rezept. Ich habe als Rezept für euch heute rausgesucht Stifado. Das ist ein griechisches Rezept. Und ich wollte mich noch vergewissern und habe deshalb diverse Quellen zu Rate gezogen, um euch das beste Rezept zu geben dafür. Denn wenn ich meinen Papa frage, der das meistens macht, bekomme ich absolut jedes Mal eine andere Antwort, was da drin ist. Also. So. Und zwar braucht ihr dafür, original wäre es mit Lamm, zumindest kenne ich es von Zypern mit Lamm. Ich benutze aber, wenn ich selber mache, Rind, weil Lamm erstens sehr teuer ist und zweitens schmeckt es mit Rind genauso gut. Und es darf durch ein bisschen durchwachsen sein. So viel Fleisch, wie ihr nehmt, nehmt ihr auch Zwiebeln. Ihr braucht Lorbeerblätter, Knoblauch, Zehen, Salz, Pfeffer, Muskat, Tomatenmark, Zimt. Ihr fangt damit an,
Das hier, das so ein Esslöffel Tomatenmark mit ein bisschen Öl anschwitzt in der Pfanne. Das gibt nämlich einen sehr guten Geschmack. Dann packt ihr das Fleisch rein und bratet es ein bisschen an. Das ist, dass sich die Poren schließen, wie es immer so schön heißt. Dann gießt ihr das mit Brühe auf, mit Rinderbrühe, wenn ihr Rind nehmt. Ich habe, glaube ich, noch nie Lammbrühe gesehen. Also auch Lamm würde man mit Rinderbrühe aufgießen. Dann kommen die Zwiebeln rein. Und dann scheiden sich die Geister. Die einen sagen, das muss zuerst kochen, dann kommen die Gewürze rein. Man soll eine halbe Stunde warten, dann kommen die Gewürze rein. Man soll das Ganze 4 bis 6 Stunden kochen. Ich versichere euch, die halbe Stunde, die man da wartet, spielt keine Rolle mehr. Die spielt keine Rolle mehr. deshalb könnt ihr 2 Lorbeerblätter, 2 Knoblauchzehen, Salz, je nachdem, wie stark salzig die Brühe war, Pfeffer, Muskatnuss, könnt ihr eigentlich alles so gleich reingeben. Ihr könnt auch schon etwas Zimt reingeben. Ihr könnt entweder eine Zimtstange reingeben oder gemahlenen Zimt. Denkt aber daran, dass ihr vor dem Servieren noch mal ein bisschen Zimt reinmacht, denn der Zimt verliert ganz schnell Aroma da drin und da habt ihr dann nicht mehr viel davon. Ja, und dann lasst ihr das bei niedriger Hitze so 4 bis 6 Stunden köcheln, damit das Fleisch richtig schön mürbe wird. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Was man dazu essen kann, alles, was man zu einem Gulasch auch essen kann, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, Knödel. Ich finde, man kann alles dazu essen. Wenn ich es persönlich mache, mache ich Kritaraki-Nudeln. Das sind normale Nudeln, die aussehen wie Reis, also die so kleine Körnchen sind. Ja, chip, 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 chip. Als ich das erste Mal gehört habe, Rindfleisch mit Zimtsoße, dachte ich mir so, oh, Zimtsoße. Aber es ist, auf die Weise habe ich herausgefunden, dass ich Zimt doch mag. Ich mochte nämlich nie Zimt, weil Zimt immer mit was Süßem kombiniert wurde. Und deftig mag ich das sehr gerne. Zimt. Ja. Das ist das Rezept für heute. Ich hoffe, ihr kocht das nach. Wenn ihr euch ein bisschen austoben wollt, das Rezept gibt es auch ganz oft mit ein bisschen Wein noch drin, mit anderen Gewürzen. Lebt euch da mal selber ein bisschen aus. Also Zucker gehört eigentlich nicht rein. Also nur damit ihr das Ausleben jetzt nicht zu extrem nehmt. Ja? Okay, also. Ihr macht es schon und essen müsst ihr es ja dann selber. Ich wünsche euch wie immer noch einen ganz wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.